Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Reisekanal hier auf Mehmet OE. Ich bin wieder unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ob ihr schon mal hier wart. Ich bin heute in Lübeck, direkt hier am Bahnhof. Meistens fangen meine Vlogs ja hier am Bahnhof immer an, damit ihr von hier aus wisst, wie ihr in eine Stadt kommt und was ihr alles in der Nähe fußläufig erreichen könnt. Wie gesagt, hier hinter mir Bahnhof Lübeck und ich zeige euch mal von hier aus, wie man in die Stadt kommt, was es da zu sehen gibt. Das, was ich sehe, könnt ihr dann auch sehen und irgendwann mal hierher kommen, wenn ihr schon nicht hier gewesen seid. In diesem Sinne, auf geht's, bis zum... Aber alles nach dem Intro. So, wenn ihr dann, es gibt zwei Ausgänge, links würde ich euch nicht empfehlen, da ist nämlich gar nichts, aber hier, Ausgang Stadtmitte, das ist schon mal gut, da ist auch schon ausgezeichnet Bus, Taxi und so was alles. Da laufen wir jetzt mal gemeinsam hin, um zu sehen, wo die Taxen stehen und wo die Busse dann abfahren, aber so wie ich sehe, kann man auch fußläufig hier alles erreichen. Wenn ihr dann noch Hunger habt, könnt ihr hier was essen, könnt ihr euch Zeitschriften holen. Edeka gibt es hier. Und nochmal eine Information, wann der nächste Zug wieder zurückfährt. Und wenn ihr Autokarten braucht oder so, habt ihr hier auch alles direkt vor Ort. So, angekommen, habt ihr direkt erstmal jede Menge Fahrräder. Ja, könnt ihr, wenn ihr mit dem Fahrrad seid, auch euer Fahrrad hier hinstellen oder auch mitnehmen. Ganz immer wie ihr wollt. Links habt ihr sofort die Taxis und dann könnt ihr euch orientieren. Ja, heutzutage mit Handy einfach mal eingeben, dann werdet ihr schon hingebracht, wo ihr wollt. Und wenn ihr im Hotel schlafen wollt, direkt hier neben H plus Hotel, habt ihr noch die Möglichkeit, direkt ja, ein Hotel einzuchecken. So Leute, wir gehen mal raus, um an den Zopf zu kommen. Aber hier habt ihr schon ganz viele Fahrräder und diese schönen Goldwings. Das sieht doch mal krass aus. Ja. Da kommt schon der erste Bus. Hier könnt ihr euch noch ja, erkunden. Zentrum. 1 Kilometer, habe ich ja gesagt. Mit Fahrrad. Und Holsteiner Tor. Holstentor, nicht Holstein. Wie komme ich auf Holsteiner Tor? Da laufen wir jetzt nämlich gemeinsam hin. Taxis befinden sich hier direkt auf der linken Seite, wie ihr gesehen habt. So Leute, wie ihr sehen könnt, habt ihr schon die ganzen Kirchen und davon gibt es reichlich hier in Lübeck. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns die alle da noch anschauen können. Ich habe wieder ein bisschen Zeitdruck. Wichtig ist natürlich das Holstentor und so Wahrzeichen von Lübeck dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wenn ihr euch entschlossen habt mit dem Bus, ihr habt euch ja im Vorfeld schon informiert, welche Bus in die Stadt fährt, dann braucht ihr nur vom Bahnhof raus, rechts euch halten, dann kommt ihr an den neuen Zopp. Letztes Mal, wo ich hier war, da war der schon, aber da war noch Baustelle, aber jetzt ist er fertig. Hier könnt ihr euch dann aussuchen, wenn ihr euch im Vorfeld informiert habt, wo dann die Busse in der Stadt abfahren. Wir fahren natürlich nicht mit dem Bus. Ich laufe gleich mit euch in die Stadt und schauen mal, was wir da zu sehen bekommen. So, wie ihr sehen könnt auf der anderen Seite, ich sag ja, vom Bahnhof gar nicht weit entfernt, haben wir auch schon das Holstentor, nicht Holsteintor, wie ich am Anfang gesagt habe, Holstentor. Und da laufe ich jetzt mal gleich mit euch einfach mal hin, um euch das zu zeigen, was es mit diesem Holstentor auf sich hat. Und dann sind wir auch schon in der Stadt, weil von da aus kenne ich mich aus. Hier war ich schon mal. So Leute, wenn ihr dann noch Lust habt, hier in so einem Park zu verweilen, wie ihr sehen könnt, sind viele Touristen vom Bahnhof hier müde. Da habe ich hier diesen Fürst Bismarck, ist das glaube ich, was ich so sehen konnte. Der steht hier und beobachtet die Leute. Ja,
zur Info, wenn ihr den auch mal sehen wollt. Wie gesagt, vom Bahnhof, vom Zopp, gar nicht weit entfernt. Und wir laufen weiter zum Holsten Tor. Ich sag ja, hier erkennt man in jeder Ecke irgendwie etwas. Auf der linken Seite habe ich dann noch etwas gesehen. Ja. Zu Pferd. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Teil ist oder wie der heißt. Mal gucken, vielleicht kriege ich das gleich da zu lesen. Aber die Menschen wollen nicht drauf. Ich sage euch das gleich. So Leute, jetzt weiß ich ja auch, wer das ist. Das ist unser Wilhelm, der Erste. Die wussten nicht. Erste, Zweite, habt ihr mal welche gefragt. Aber jetzt wissen wir es. Wilhelm, der Erste. Unterwegs zum Holstentor. Wenn ihr noch Hunger kriegen solltet, habt ihr hier auch noch mal Fischbrötchen, Fisch und Chips und sowas. Alles könnt ihr euch dann hier auch noch holen. Euch stärken. Hier auch nicht. Fisch und Chips 11 Euro. Hallo, sind wir in England oder was? Dorschfilet 19,50 Euro. Ne, ich lasse das mal lieber hier. Ich laufe mal weiter. Ich hatte hier auch schon mal eine Stadtbesichtigung gehabt. Auch auf Land und zu am Fluss und zu Lande. So, ich versuche euch das mal, wenn ich das nicht vergessen, ich versuche euch mal, wenn ich es nicht vergesse, es einzublenden oder unten in dem Link, damit ihr euch das anschauen könnt. Ja, Hansestadt Lübeck. Ja, hier ist der ist hier unten. Das ist die Puppenbrücke. Warum heißt sie Puppenbrücke? Weil hier eine schöne Puppe steht. Nein, hat mal irgendwie so eine Bedeutung gehabt, aber habe ich es wieder vergessen. Ja, schaut mal Leute, sehr schöne Busse, die hier langfahren. So Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir die Trave, ja in Travemünde, dann irgendwann mal in die Elbe, glaube ich, mündet. So, wir laufen mal weiter. Gleich sind wir an diesem Holstentor, die ein bisschen schräg aussieht und krumm aussieht. Letztens der Guide, der hat uns das mal erklärt, warum, weshalb. Auf jeden Fall ist sie noch stabil und sicher. Müsst ihr mal bei Wikipedia gucken. Oder ich lasse mal auch wieder ein KI laufen hier über dieses schöne Teil. Das mache ich jetzt immer, weil bis ich das jetzt alles gelesen habe und euch das rüber erzähle und rüber bringe, vergeht so viel Zeit, dann wird es schon dunkel. So, ich halte mal jetzt hier an und lasse mal jetzt ein KI laufen über diesen Holstentor. Das Holstentor, Holsteintor, ist ein Stadttor, das die Altstadt der Hansestadt Lübeck nach Westen begrenzt. Es ist das Wahrzeichen der Stadt und wurde 1478 fertiggestellt. Das spätgotische Gebäude gehört zu den Überresten der Lübecker Stadtbefestigung. Das Holstentor ist neben dem Burgtor das einzige erhaltene Stadttor Lübecks. Mehr als 300 Jahre lang stand es als mittleres Holstentor in einer Reihe mit drei weiteren Holstentoren, die im 19. Jahrhundert abgerissen wurden. Das mittlere Holstentor, das heute als Holstentor bekannt ist, wurde hingegen mehrmals restauriert, zuletzt in den Jahren 2005-2006. Seit 1950 befindet sich in den Räumen des Holstentores das Stadtgeschichtliche Museum von Lübeck. Wenn man jetzt, glaube ich, Latein könnte, oder ist das Italienisch? Concordia Domi Foris Pax. Keine Ahnung, was das heißt. So Leute, ich fahre mal, ich bin immer am Fahren. Ich lief gerade hier an dem Holstentor und da habe ich einen gelben Bus gesehen. Ich denke, da ist doch nicht mein Bus. Gleiche Farbe, anderes Unternehmen, andere Marke, aber ein sehr schöner, was war das, Neoplan, glaube ich, oder? Mit dem Brille kann ich das nicht identifizieren. So, wenn wir gleich da oben stehen, da werden wir auch wieder eine Parade von Bussen haben. So, angekommen auf der anderen Seite von diesem Holstentor, müsst ihr hier so ein paar Treppen überwinden. Und dann könnt ihr das gleiche nochmal von der anderen Seite euch anschauen. So sieht das dann von der anderen Seite aus. Ja.
1477 bis 1871. Oh Mann, man musste echt die Geschichte kennen. Hoffentlich hat der KI euch alles gut erzählt. Aha. Das heißt, einsteigen, oder da kommt gerade ein Schiff. Ich muss aber da hinten lang, sonst komme ich da nicht durch. So, wenn ihr jetzt noch shoppen wollt, habt ihr schon direkt die Möglichkeit zu shoppen. Das war... Wir machen jetzt eine schöne... Ach, da ist das Splashbus, ja. Genau, jetzt seht ihr das nochmal. Mit dem bin ich ja gefahren. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ist immer noch der gleiche Bus. Der kann hier einfach mal so durchfahren. Letztens habe ich niemanden gehabt, der mir das von außen aufgenommen hat. Geil, oder? Wahnsinn. Ja, hier dran kann ich mich nur alles erinnern. Auch eine ganz alte Stadt. Wie gesagt, schaut mal, dieses Gebäude 1907 erbaut. Dazwischen wieder so ältere, dann wieder neue. So sieht's aus. Der Anleger von dem Splashbus ist auch da hinten. Vielleicht laufe ich gleich mit euch auch noch mal da hinten lang. Ansonsten hier noch mal einen schönen Blick, wie ihr sehen könnt. Ja, das sieht doch mal richtig toll aus. So, bisschen neu in der Stadt. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wenn ihr hier seid, was ihr so gerne sehen wollt. Überall habt ihr dann die Möglichkeit, Hafenrundfahrt, hier. Auf der linken Seite ist aber der Splashbus, das haben wir nicht gezeigt. Aber wir wollen ja auch noch den Dom besichtigen und Rathaus, gar nicht weit weg von hier. Wie gesagt, habe ich alles jetzt fußläufig, oh, 20 Minuten von da hinten aus bis hierhin geschafft. Das schafft ihr auch noch, denke ich mal. Ansonsten Fahrrad ausleihen, Scooter ausleihen, kommt man überall hier hin. Wenn ihr dann alles noch mal von oben sehen wollt, gibt es dann hier auch noch eine Aussichtsplattform. St. Petri-Turm heißt der. Ich weiß gar nicht. Das ist aber nicht der Dom. Der Dom ist, glaube ich, auf der linken Seite, so viel ich weiß. Aber wir gehen mal gucken, was da oben so ist. Wie gesagt, wenn ihr noch so eine Aussichtsturmbesichtigung haben wollt, von 10 Uhr bis 19 Uhr, täglich geöffnet, bestimmt mit Geld, weil jeder will irgendwo was verdienen. Denke ich mal. Mal gucken, vielleicht kann ich euch auch erzählen, wie teuer das ist. Ja, da steht schon Erhältung zu St. Petri, Erwachsene 5 Euro. Da kann man wohl hochfahren. Ja. Muss ich jetzt nicht haben, dann überrascht könnt ihr das ja machen. Lasst. Die ganze Straße ist auch diese berühmte Holstenstraße. Von oben, vom Holstentor bis hier vorne hin. Rechts, links, alles so Einkaufssachen, hier Pick & Kloppenburg und alles größere Marken gibt es hier. Und da haben wir auch schon den Dom. Da laufen wir jetzt mal hin, dann zeige ich euch das auch. Und dann später noch ein bisschen hier in die Gassen. Und ja, dann habe ich euch schon einiges gezeigt. Und ich laufe mit euch noch zum Hafen, wo der Splashbus abfährt. Mit der Technik, so. Ja, ich habe mal eine... Verlass mich immer noch auf die Karte und auf ein Gespräch. Dankeschön. So, ich habe meine Passantin mal gefragt, ob das der Dom ist. Die sagt, nein, um Gottes Willen, doch nicht der Dom. Das ist die Marienkirche. Da brauche ich auch gar nicht bis da hinten hinlaufen. Der befindet sich aber auf der linken Seite da hinten irgendwo. Aber den finde ich noch und den werde ich euch auch noch zeigen. Mit dem Dom verschiebe ich erstmal, weil ich wollte euch ja hier links die Stadt und so noch zeigen. Rechts geht es weiter zum Dom. Auf den Dom müsst ihr noch ein bisschen warten. So, gar nicht weit von der Marienkirche, hätte ich eigentlich nur da hinten gerade auslaufen können, bin ich hier an einem Platz. Das ist das Rathaus. Schaut euch das mal an. Ja, sieht richtig gewaltig auch aus. Ich hatte in Erinnerung, dass das der Dom ist hier, weil hier war ich schon mal. Aber jetzt fällt mir das wieder ein, das ist nicht der Dom, der hat ganz viele Türme und so, der ist am Fluss unten da, wo wir gleich hinlaufen werden.
Aber das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Ja, so sieht das hier alles aus, wenn ihr mal hierher kommt. Und direkt auf der anderen Seite, da gibt es ein Hotel, Hotel One heißt der. Da waren wir mal untergebracht. Ja, genau, da steht es auch schon. Hotel One, seht ihr? Jetzt fällt mir alles wieder ein. Ey, Leute, ich werde, glaube ich, langsam alt. Aber es liegt doch trotzdem auf 5 Jahre, 6 Jahre zurück. Genau, Hotel One, da war ich untergebracht. Dann konnte ich immer hier hin und habe mir das alles damals schon, glaube sogar auch aufgenommen. Ja, und man ist dann auch schon direkt mitten in der Fußgängerzone. Links und rechts könnt ihr dann auch noch einkaufen und hier auch was trinken, essen. Alles, was das Herz so begehrt. Und da hinten die Kirche mit der Plattform, wo wir gerade schon mal waren. Jo. So Leute, ich nehme euch mal wieder so mit. Regieassistent heißt das ja. Dann denken die Leute, ich nehme nicht die auf, sondern ich nehme mich auf. Und so habt ihr aber die Möglichkeit, eben halt nochmal alles euch anzuschauen. Wie gesagt, die ganze Strecke hier, alles Fußgängerzone, die Kirche da oben. Und auf der Seite, wenn man sich umdreht, auch das Gleiche. Ja. Also es ist ein Besuch wert, hier nach Lübeck zu kommen. Aber es ist ja noch nicht zu Ende. Auf der anderen Seite, da gibt es noch mehr zu sehen. Ich laufe mal mit euch einfach mal dahin. Schaut mal. Von der Seite die Fassade. Ja. Was wir gerade da hinten gesehen haben. Auf der Seite geht es weiter. Könnt ihr euch einfach mal aussuchen, was ihr sehen wollt. Ihr müsst Zeit mitbringen. Nicht so wie ich, schnell, schnell. Ich muss heute noch weiter. Ich fliege Sonntag bis Montag nochmal nach Mailand, um da nochmal einen Vlog zu drehen. Bin ständig unterwegs und deswegen, ich habe immer Zeitprobleme. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug hier dieses Kunstwerk gezeigt. Ich laufe mal weiter. Wenn es zu heiß sein sollte, wenn ihr hier seid, könnt ihr euch auch hier auch erfrischen. Letztens habe ich hier welche gehabt, so Kinder, die hier drunter gegangen sind. Jetzt im Moment ist es noch nicht allzu warm, aber das ist auch noch eine schöne Sehenswürdigkeit mal hier. Das beruhigt. So was Ähnliches gibt es auf der anderen Seite gleich wieder. Guck, der Vater, der macht erstmal noch die Haare von dem Sohn noch schön. Ja. Wenn ihr nicht alles zu Fuß erkunden wollt, ich weiß nicht, wie teuer das ist, habe ich auch noch nie benutzt. Hier einfach mal mit so einem Hop-and-Off Bus. Ist sogar Mercedes. Hat Mercedes solche Busse, habe ich auch noch nie gewusst. Wahnsinn. Jetzt sehen wir auch wieder einen Mercedes sogar. Mit denen auch hier City-Tour machen. Wenn ihr am Bahnhof mit dem Bus gekommen wärt, dann könntet ihr auch hier aussteigen. Mit den Linien 8720 zum Beispiel und werdet auch direkt schon in der City und könntet auch diese Kirche und auf der anderen Seite ist auch direkt das Rathaus euch anschauen, wenn ihr nicht so gut zu Fuß seid. Interessanterweise haben wir auch mitten in der Stadt hier einfach so ein Zentralbad. Ja. Keine Ahnung, ob das unterirdisch ist oder so, wie die da was untergebracht haben. Aber wenn da Zentralbad steht, dann wird das ja wohl auch so sein. Aber schaut mal, dieses schöne... Was soll man dazu sagen? Was ist das? Mal geht es gleich höher, dann wieder tiefer. Brunnen, Springbrunnen. Keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll. Ja. Auf jeden Fall für die Tauben hatte ich letztes Mal das, wo es so heiß war, haben die einfach mal ein Bad genommen. Ja. So, da oben ist noch eine große Kirche. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die auch anschauen. So, ich laufe jetzt mal zu dieser Anleger, wo der Splash-Bus
ist. Ja, hier ist auch ein sehr schönes Konzertsaal da vorne und auch das Radisson Blue. Und da hinten, wo so ein, ja, ich mach mal ein bisschen näher, hoffentlich stört der Wind nicht, da wo die Zelte da sind, da ist auch der Parkplatz von den Bussen gewesen, Reisebussen, wo ich damals hier war. Und ich habe ja auch immer mein, sagt schnell, mein Fahrrad mit. Und schaut mal hier, der Lübecker Marzipanspeicher. Wenn man Lübeck hört, hört man, denkt man ja auch sofort an Marzipan. Und hier könnt ihr euch auch Marzipan direkt mitnehmen. 1870 erbaut, das alles hier war so in der Form. Speicher eben halt wie in Hamburg. Wenn ihr hier das Wasser habt, Hafen, bietet sich alles direkt an. Hier ist, wie gesagt, der Marzipan-Speicher. So viel ich sehe, ist das der gleiche. Mal gucken, wenn ich den Fahrer sehe, wenn er sich nicht geändert hat, ob das der gleiche auch ist. Mal schauen. Ja, da sind schon einige drin. Der fährt auch, glaube ich, gleich los. Hier kann man, wie gesagt, Gabriel und so, ja, ist alles gleich. Großstadt, Kanal- und Hafenrundfahrt. Ja, hier könnt ihr den buchen. Und die nächste ist in einer Stunde wieder. Ja, der fährt auch gleich ab. Entweder hat er den neu lackiert oder ist ein anderer Bus. Irgendwie habe ich den anders in Erinnerung. So wie ich das sehe. Ja, mal schauen. Kommen wir ja genau richtig, wie er ablegt. Ich zeige euch das Video mal, wo er ins Wasser dann reinschwimmt. Ja, der ist wieder voll besetzt. Leute wollen das natürlich sehen. Ja. Wunderbar. So, kommt der nächste Kollege. So Leute, gar nicht scheuen. Immer, wenn ihr was nicht wisst, einfach Leute fragen. Sind sie von hier? Bist du von hier? Die meisten, die wissen das dann eben halt. Ich habe zwei Leute gefragt gehabt. Die eine hat mich total woanders hingeschickt. Ja, war auch ein bisschen älter, also nicht ganz alte Leute fragen. War genau verkehrte Richtung. Aber jetzt habe ich jemanden gefragt. Der Dom müsste gleich hier irgendwo um die Ecke sein. Und da gibt es eine Seitenstraße, die heißt Im Paradies. Und wenn man aus dem Paradies rauskommt, dann gibt es da auch noch eine Straße, die heißt Hölle. Und da irgendwo soll der Dom sein. Da bin ich mal gespannt. Ja, Wahnsinn, was ich hier alles erlebe, du. So, die hatte recht gehabt. Dom wird schon ausgezeichnet hier. Und Fegefeuer, hatte die gesagt. Hier rein. Ja, das könnte der da hinten schon sein. Bin mal gespannt, ob ich das Schild Hölle und Paradies auch finde. Ja, ich hoffe, das wird wohl der Dom sein. Ich habe mir etwas ganz Großes vorgestellt, aber den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Die Spitze, der hat sogar zwei Türme. Ja, das wird es wohl sein. Bin mal gespannt, wo die Straßen sind. Der Domkirchhof, Fegefeuer, Paradies und so finde ich nicht. Aber ich möchte diesen Dom euch unbedingt zeigen. Ich bin jetzt extra halbe Stunde überzogen, damit ich hierher laufen kann. Ja, so sieht das Teil aus. Dann lasse ich mal KI wieder laufen. Hoffentlich erzählt er alles richtig, was es mit diesem Dom auf sich hat. So, viel Spaß. Der Lübecker Dom, auch Dom zu Lübeck, ist der erste große Backsteinkirchbau an der Ostsee und mit fast 132 Metern Länge eine der längsten Backsteinkirchen. 1173 wurde der Lübecker Dom von Heinrich dem Löwen begründet und 1247 geweiht. Patrone der evangelischen Kirche sind die Heiligen Johannes der Täufer und Blasius, wie im Braunschweiger Dom Maria und Nikolaus. Doch auch ein Blick ins Innere der Kirche lohnt sich. Die reich ausgestattete Kirche beherbergt unter anderem das 17 Meter hohe Triumphkreuz des Lübecker Künstlers Bernd Notke und die Renaissancekanzel, welche mit 7 Alabaster-Reliefs geschmückt ist. Die 4 Statuen zeigen die Patrone des Doms, von Nord nach Süd sind es die Heiligen Nikolaus, Maria, Johannes der Täufer und Blasius.
Die Kirchenuhr am Südende des Lettners stammt aus dem Jahr 1628. Stand auch nirgends so, dass man nicht filmen darf. Ja, ist schon gewaltig. Mit einer schönen Orgel. Ich versuche so leise wie möglich zu sein. Leute, sorry, dass ich gerade gesagt habe, klein, aber schaut mal, der ist doch gewaltig. Naja, das sah von da oben, wo ich gerade stand, gar nicht so aus, aber wenn man jetzt hier unten steht, Wahnsinn. Ich laufe einmal mit euch rum, damit wir auch alles sehen. Innen drin habe ich euch so ein bisschen zeigen können und jetzt nochmal von außen und dann können wir so langsam wieder in Richtung Bahnhof laufen oder fahren, mal gucken. Ich guck mal, wie viele Schritte ich schon habe. Ich kann es nicht sehen. Schaut mal, da ist die Uhr. Irgendwas mit 8.000, 9.000. Hier nochmal in seiner vollen Größe mit seinen zwei und so einem kleinen Turm. Das geht da noch weiter. Ist alles noch der Dom. Und auf der Seite habt ihr dann die Möglichkeit, an so einer Liegewiese oder hier euch auszuruhen. Ja, wirklich sehr schön. Und was ihr da hört am Klappern und so ist, wird gerade noch gebaut. Und zwar haben die hier noch so ein Landesmuseum. So Leute, ich bin langsam müde geworden. Dann werde ich mal gleich mit dem Bus weiterfahren. Der müsste eigentlich hier hinkommen, habe ich gerade erfahren, mit der 8710 oder sämtliche Busse, die hier sind, die fahren wohl in die Richtung dann zum Bahnhof. Da bin ich mal gespannt, ob die mich kostenlos mitnehmen, wenn die hören, Mehmet OE ist wieder unterwegs. Mal schauen. So Leute, das Video ist zu Ende. Hier hat es angefangen und hier mache ich auch die Verabschiedung. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich gefreut, euch diese schöne Stadt präsentieren zu können. Ich hoffe, ihr kommt eines Tages mal hier hin und könnt das gebrauchen, was ich euch versucht habe, so ein bisschen rüberzubringen. Jetzt konzentriere ich mich auf die nächste Fahrt. Einfach mal dranbleiben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wieder neue Videos aus ganz Europa kommen. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Euer Mehmet OE.